Vera, das ist schon guter Tag und herzlich willkommen zurück zu Ashina, the Red Witch. Ja, das letzte Mal. Nein. Wieder Zeit, mich. So. Der ist zu weit verrutscht. Ja, das ist, was wir am Haus in der Klippe stecken geblieben und müssen jetzt eine Suppenschale suchen. Nachdem wir irgendwie eine mysteriöse Dame gefunden haben, die wahrscheinlich dann die Hexe ist. So ein großer Spiegel, ich sehe da etwas. Ich sehe ein Mädchen mit langen Armen. Und ein jüngeres Mädchen, das sich an ihr festhält. Halt, wo sind sie hin? Oh, die Verwandlung von My Big Sister, Seifisch, wenn man ein alter Eimer. Genau, die Schale hatte ich noch nicht gefunden. Schlafzimmer. Bett. Das ist ein großes Bett. Es ist verlockend, aber ich sollte es wirklich bleiben lassen. Schade, warum willst du es bleiben lassen? Ist so nichts dabei. Ich sollte nicht in den Schubladen anderer Leute herumholen. Eine Sturmgabel? Besteht aus Gold. Ich schätze, so ein kleines Andenken kann ich nicht schaden. Okay. Vor allem kleines Andenken und dann eine Stummgabel aus purem Gold. Ja. Ach, schön, dass da nichts drin ist. Die Frage, die ich mir stelle, ist ja, wo ist die eine hin? Das ist ein großer Ofen. Sieht aus, als wäre er seit Ewigkeit nicht benutzt worden. Es wäre bestimmt schön, im Winter ein Bad neben diesem Ding zu nehmen. Holz. Hier ist ein Haufen Holzstück für den Überkopf. Es sieht zu feucht aus. Naja. Das Wasser steht still. Es sieht kalt aus. Zum Foyer. Zum Theater. Die Tür bewegt sich nicht. Da steht etwas auf der Tür. Tickets bitte. Damit kann ich nichts anfangen. Die Suppe schmeckt köstlich. Woher weiß sie, wie die schmeckt? Ich hatte doch noch nicht probiert. Hä? Verstehe ich nicht. Okay, ich kann doch nicht mit ihr sprechen. Mit Hand. Für was? Die Frage ist ja, wo ist sie hin? Auf der Tür steht Tickets bitte. Und ist ja wahrscheinlich vielleicht das sie gemeint. Vollgestopft mit roten Tickets. Ich frage mich, wer das tun würde. Okay, danke, dass du dir eins nimmst. Somit ist mein Plan nicht erfolgreich gewesen. Tafel für den Unterhaltungskünstler, okay.
Oh, warte mal. Muss ich die goldene Stimmgabel vor dem Spiegel aktivieren? Das könnte es sein. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich den Spiegel gesehen habe. Das war hier unten, glaube ich. Ich frage mich. Nein, ich wollte ihn nicht kaputt machen. Zum Glück hat mich niemand gesehen. Hey, da ist ein Raum hinter dem Spiegel. Hallo? Ist jemand da drin? Hm. Nicht das, was ich mir erhofft habe, aber immerhin etwas. Oh, was ist das für ein hässliches Ding? Menschliche Knochen? Oh, da ist eine Suppenschale. Ob ich die haben kann? Wer bist du? Was bist du? Hm, ich bin Kusari. Hm, was willst du? Kann ich deine Schüsse benutzen? Erstmal, hallo. Wie hast du mich hier unten gefunden? Ich habe einen Weg durch den Spiegel oben gefunden. Der Spiegel, natürlich. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, sich selbst anzustarren, um mich zu bemerken. Wer, die Hexe? Hexe? Nennt man sie so? Eine Hexe. Wo ist die Hexe? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht wirklich. Ich weiß nicht, dass, nichts davon, dass sie eine Hexe wäre. Er würde sie nur so nennen. Ich habe einige Leute gehört, dass sie so genannt haben. Sie sind bloß neidisch. Ihre Schönheit zieht jeden um sie herum in ihren Bann. Sogar mich. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat mit diesem... Wenn... ja. Wenn dieses Dingeling kommt. Ich habe ihr jede Nacht zugesehen. Sie sagte, ich dürfe ihr zusehen, wann immer ich es möchte. Es war ja wie ein Traum, doch damit, als ich aufwachte, war ich hier angekettet, an die Wand, wie ein Tier. Klingt, als wäre sie, hätte sie dich reingelegt. Vielleicht doch, dafür habe ich unverwegliche Schönheit, unvergleichliche Schönheit erleben dürfen. Wenn das die Strafe dafür ist, bin ich ihr auf ewig schuldig. So bin ich auf ewig schuldig. Okay. Ich habe ihr die Nacht zugesehen. Sie sagte, ich dürfe ihr zusehen, wann immer ich mehr... Es war ein Traum, doch als ich aufwachte, war er... Okay. Kann ich keine Schlüssel benutzen? Ich habe bemerkt, dass deine Schlüssel leer ist. Kann ich sie bitte haben? Was soll ich dann benutzen? Oh, tut mir leid. Ich habe nicht gedacht, dass du sie nochmal benutzen wirst. Ich nutze sie, um Wasser aus dem undichten Rohren aufzufangen. Das ist alles, was ich habe. Bist du hungrig? Ich bin schon seit Jahren hungrig. Möchtest du etwas essen? Wie nett von dir. Kein Geist hat mich hier jemals Essen angeboten. Also eigentlich bin ich kein Geist. Ein Mensch? Nein, das ist nicht möglich. Was meinst du? Sie hat gesagt, sie würde in einen anderen Gefäß wiederkehren. Die Tochter von Ro. Hast du auch diese Geschichten gehört? Geschichte? Eine angemessene Bezeichnung wäre eine Legende. Unglücklicherweise wurde mein Gedächtnis bis auf die Erinnerung an die Dame dieses Hauses ausgelöscht. Du musst jemand mit einem besseren Gedächtnis suchen. Bitte nimm meine Schüssel, ich habe schon so viele Jahre davon geträumt, etwas zu essen. Okay. Okay, das wäre vorerst alles. Hm. Meint ihr, sehen nicht hier das Putzzeug drin? Ja, Eimer. Und Tanto ist weg, natürlich. Hier ist meine Schüssel. Kann ich etwas zu haben, bitte? Oh, tut mir leid, Schatz. Die Suppe ist so ziemlich alle. Mein Freund hat echt viel davon gegessen. Tanto. Hey. Wo ist er hin? Er sagte mir, was ist da von deinem Bad auf so? Ist denn echt nichts mehr übrig? Ich werde wohl etwas Wasser zum Strecken brauchen. Was ist mit der Spüle dort? Ich warte immer noch auf den Klempner, der sie repariert. Das dauert schon Jahrhunderte. Mhm. Entweder bringe ich in der Schüssel, brauche ich jetzt einen alten Eimer? Hey, ein Eimer. Ich kann ihn benutzen, Wasser für die Suppe zu sammeln. Oh, wow, was eine Überraschung. So, und der Penner ist ins Bad gerannt, nachdem er die Suppe gefressen hat. Das wird schon... Was zum Geil. Was machst du? Wer, ich? Nichts, warum? Was ist mit dem Eimer? Was, dieses alte Ding? Ich habe ihn nur geputzt. Du hast ihn geputzt? Ja, das kaufe ich dir nicht ab. Okay, ich brauche nur etwas Wasser.
Hey, warum sagst du das nicht gleich? Oh, das war leichter als gedacht. Dir ist schon klar, dass es das Badewasser ist, oder? Wasser ist Wasser. Aber sicher ist es das. Okay. Wer auch immer Nora ist. Warum sie jetzt keinen Schrecken bekommen hat oder sonst wie. Weird, weird. So. Ich habe etwas Wasser für die Suppe zu schenken. Danke, wo hast du es gefunden? Irgendwo. Das hätten wir genug für alle. Ich sollte mir auch ein Stück gönnen. Wo ist jetzt meine Gabel? So, damit kann ich... Ich schätze, du könntest das hier ausprobieren. Eine Stimmgabel? Technisch gesehen ist das auch eine Gabel. Klar, ich bin eh schon am Verhungern. Danke, Mensch. Hier ist meine Schüssel. Kann ich jetzt etwas Suppe haben, bitte? Aber sicher, reiche mir deine Schüssel. Danke. So. Aber die Suppe werde ich nicht essen, sondern werde ich jetzt diesem Geist bringen, der hier hinten eingesperrt ist. Da hast du. Eine Schüssel mit Dorschsuppe. Das sieht köstlich aus. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Hier, Tochter von Roh. Nimm das. Ist das eine Münze? Du musst sie der Dame des Hauses nach der Aufführung geben. Warum? Um ihr deine Wertschätzung zu zeigen. Okay. Gut, dann habe ich so ziemlich alles, nur nicht das, was ich brauche, und zwar ein Ticket. Ah, da ist Tanto. Du, sag, wo hast du gesteckt? Warum bin ich nicht überrascht? Überraschung, Mensch. Wie viele Schüsseln so hast du denn verputzt? Ungefähr 1, 2, 3, 4, 13, ja, 13. 13 Schüsseln Suppe. Der große Topf war beinahe leer. Ich habe noch mehr rausgesteckt, während sie nicht hingeschaut hat. Das geschieht dir recht, du kannst ausnahmsweise nicht nur an deinen Bauch denken. Schnell, ich brauche eine leere Schüssel. Warum, musst du dich übergeben? Nö, Mensch. Ich will einen Nachschlag. Du bist unglaublich, Tanto. Warum isst du so viel? Es ist kompliziert. Also wir können hier nicht einfach rumsitzen. Wir müssen einen Weg finden, Tanto zu... Geh du voraus, Mensch. Ich komme danach. Vielleicht sollte ich die große Lady suchen. Sie könnte uns bestimmt helfen. Große Lady? Sie ist dort rein, Mensch. Die Türen bewegen sich nicht mehr, wenn man kein Ticket hat. Ticket, wo habe ich das bloß schon mal gesehen? Mal sehen, ob ich jetzt diese Tickets bekomme. Vollgestopft mit roten Tickets. Diese hier sieht noch ganz passabel aus. Ach, jetzt auf einmal kann ich mir das nehmen. War ja nicht schon von Anfang an meine Idee. Oh nein. Es ist Yoko. Wo ist das Mädchen, Tanto? Keine Ahnung, Mönch. Wir hatten abgemacht, dass du sie hierher bringst. Und jetzt finde ich sie hier nur dich vollgeschopft wie ein Schwein. Ich habe sie hergebracht, Mönch. Tanto, du Verräterischer. Wo ist sie denn nun? Wie gesagt, Mönch, ich weiß es nicht. Hast du das gehört, mein kleiner Junge? Er weiß es nicht. Er hat heute Nacht schon einen deiner Freunde verbannt. So ein Jeevee. Macht mir doch keine Angst, Mönch. Das ist also ein Jeevee. Wie du bist. Hey, Süßer. Okay, Mönch, ich sage es dir. Sie ist in das Theater gegangen. Sie hat was getan? Was tust du da, Tanto? Ich brauche beide Mädchen, damit der Zauber wirkt. Zauber? Was für ein Zauber? Weißt du, was gestern passiert, wenn sie der Show der Hexe sehen? Gratis Popcorn? Nein, du dämlicher Hanswurst. Nach der Show? Oh ja, das ist nicht so toll, Mönch. Hoppla. Schnell, finde eine Münze. Eine Münze? Ihr zwei helft mir eine zu finden, jetzt, und pass auf, dass das andere Mädchen nicht auch abhaut. Tina ist hier? Ich glaube, es ist einfach nicht hinterlässig, dieser kleine Mistkerl ist. Er steht in meinen Anhänger, verschleppt mich an diesen abscheulichen Ort und lügt mich auch noch an. Wenn ich den erwische. Wen denn, Schwesterlein? Der Tina? Tina, du bist es.
Ja, warum? Aber du wurdest doch verflucht oder was, sowas. Verneutest du Ash? Und wie sind wir hierher gekommen in dieses verlassene Herrenhaus? So gruselig, bestimmt voll mit Zombies. Wir müssen hier raus, bevor... Schnell, da kommt jemand rein, hier. Was auch immer du sagst, meine Schwester. Was ist das für ein Ort? Ich frage mich, ob sie hier drin ist. Ich sollte sie lieber finden. Wer? Die Lady, die ich vorher getroffen habe. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Warte einfach hier, ich schaue mich erstmal um. Dun, 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 dun. Da da da. Da da. Da 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 da. Nix, nix. Das ist leer. Da gehe ich nicht wieder raus. Warte, wo ist mein Anhänger? Okay, es hat keinen Sinn. Ah. Tut mir leid, ich erlaube keinen Gästen in meiner Ankleidezimmer. Die Vorführung beginnt bald, ich bitte darum Platz zu nehmen. Tina, was machst du da? Psst, wonach siehst du denn aus? Ich will mir die Show ansehen. Ich schätze, wir könnten gerade nichts anderes tun. Meinst du, die haben auch Popcorn? Psst, es geht los. Ich heiße euch alle willkommen. Was für ein liebreizendes Publikum. Hä, wer wir? Hä? Upf. Ich bin Lucia, die rote Hexe. Meine Hausdiener nennen mich die Maid, doch ihr dürft mich nennen, wie es euch beliebt. Ich werde mich für alle Ewigkeit in eurem Verstand einbrennen. Und jetzt zurück zur Show. Warte mal, Lucia, so hieß doch der Hauptcharakter von My Big Sister, oder nicht? Das haben die Hoki also gemeint. Sie ist die Hexe. Lasst uns mit einer Geschichte beginnen. Eine Geschichte, in der sich zwei Schwestern in einer Dreiecksbeziehung verstricken, die letztlich zu ihrem Untergang führt. Ich nenne sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, zwei Klappen mit einer Fliege. Meinst du etwa uns? Psst, weiß ich doch nicht. Vor langer Zeit lebten zwei Mädchen allein mit ihrer Mutter auf dem Land. Wie gewöhnlich. Hä? Upf. Sie suchten den Marktplatz an jeden Sonntag, um den Mann ihrer Träume zu teilen. Doch der Mann hatte nur Augen für eines der beiden Mädchen. Er war bezaubert von ihren langen, üppigen Beinen, in kürzesten aller Kleider, doch machte die andere Schwester sehr eifersüchtig. Sieht aus, als hätten wir einen Besucher, Ladies. Hey, wo ist sie hin? Jetzt kommt Yoko wieder. Es ist Yoko. Ich habe alle Bestandteile für meinen Zauber. Cool, Spezialeffekte. Du hast dir Zeit gelassen, alte Schachtel. Hä? Jetzt sind alle Komponenten in einem einzigen Raum. Deine Kraft ist jetzt mein Lucia. Glaubst du das wirklich, du alte Hutze? Gibt's immer noch mit kleinen Mädchen die Schuld dafür, was deinen Töchtern zugestoßen ist? Wer hat er denn damals einfach weggesehen, hm? Ich bin deine Spielchenleid, Lucia. Sie alle werden dafür bezahlt, selbst der letzte Mensch auf diesem gottverlassenen Planeten. Unglücklicherweise sieht das nach dem letzten Akt für dich aus. Das würde dir so passen. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe eine Münze. Haha, was ist dieses Ding da? Das ist nur ein Keks mit einem Loch in der Mitte. Was? Tanto, du dummer Kleiner. Allmählich fühle ich mich hungrig. Egal, ich habe immer noch das hier. Ich kann das hier und jetzt beenden. Eine Halskette, ernsthaft? Mein Anhänger, wo hat sie ihn her? Tanto, Anhänger? Ich habe die Überreste des Geistes der Großen. Warte, Mama? Er schredet sie von Mama? Das sage ich dir später, jetzt sollten wir hier lieber verschwinden. Ihr zwei geht nirgendwo hin. Und du ebenfalls nicht. Njom. Njom.
Ich denke, es ist an der Zeit zu verschwinden, dir. Warte, jetzt kommt die beste Stelle. Sie hat recht, jetzt kommt der appetitliche Teil. Ich kann nicht länger warten. Warte, ich habe eine Münze. Also bitte, warum sollte ich dir das glauben? Es ist wahr, hier. Oh, Verzeihung, mir war nicht klar, dass du so ein Bewunderer meiner Kunst bist. Ja, wir sind große Bewunderer, richtig, Tina? Ihr schmeichelt mir, aber ich habe mit der Show noch gar nicht was? Was hat sie mir angetan? Was passiert hier? Du alte Schlampe, raus aus meinem Körper. Denkst du immer noch einfach an meine Kräfte? Dann bist du umsonst hergekommen. Ihr zwei schnell in meine Ankleidezimmer. Es gibt einen versteckten Durchgang in meiner Kommode. Los, Tina. Okay, was passiert hier? Denkst du etwa, ich gebe kampflos geschlagen, du alte Schachtel? Ich werde meine Rache kriegen und diesen Teufelskreis durchbrechen. Du wirst sterben. What the fuck? Mannequin, damit kann ich nichts anfangen. So, hier. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Es war Geld. Das ist mein Geheimgang. Komm schon, Tina, los. Ich kann nicht. Warum? Wir müssen hier raus. Ich kann meine Mutter nicht zurücklassen. Wir müssen zurück zu ihr. Tina, komm wieder zu dir. Sie ist nicht deine Mutter. Das war eine Gehirnwäsche. Bitte hör doch wenigstens einmal im Leben auf mich. Aber das tue ich, Ash. Ganz offensichtlich nicht. Ich habe die ganze Zeit nach einem Heimweg und nach dem Anhänger gesucht. Wen kümmert der dämliche Anhänger? Ich habe Mamas Schleife schon vor Ewigkeiten verloren. Du hast was? Ich habe sie auf der Arbeit getragen und das Interesse von einem hübschen Kerl zu wecken und sie dabei verloren. Ist doch nur eine rote Schleife, keine große Sache. Keine große Sache? Ich kann nicht glauben, dass du ihr Liebling warst. Was? Was meinst du damit? Ich musste lernen kochen, putzen und arbeiten und Mama und dir zu helfen. Ich konnte nicht einmal Freunde finden, weil ich die ganze Zeit den Babysitter spielen muss. Und ich musste sogar meine Wohnung mit dir teilen, als sie gestorben ist. Ich musste immer auf dich aufpassen. Und niemals auf mich selbst. Pah, was auch immer, Ash. Ist das alles, was ich für all die Arbeit bekomme? Ich habe mein ganzes Leben damit vergeudet, auf dich aufzupassen. Und ich tue das immer noch. Lustig, ich hatte immer gedacht, dass du ihr Liebling bist. Da seid ihr ja. Ash, geh schon, ich bleibe hier. Was? Nein, ich verliere dich nicht schon wieder, Tina. Es ist zu spät, ich hätte nie gedacht, dass du mich für alle deine Probleme im Leben verantwortlich machst. Genug gequatscht, Tina. Schnapp sie dir. Tina. Lauf schon, Ash, lauf. Lauf, Ash, lauf. Ab in die Kanalisation. Was mache ich jetzt bloß? Mein Anhänger ist weg. Die einzige Person, der ich vertraut habe, hat mich hintergangen. Und Tina hasst mich, weil ich meine Zunge nicht zurückhalten konnte. Vielleicht verdiene ich es, hier zu sein. Mein ganzes Leben hat mich hierher geführt. Harte Arbeit, hart arbeiten, Freunde verlieren und die Schule abbrechen. Und für was? Das hier? Ah! Was mache ich jetzt? Bitte sag es mir. Nichts. Immer als ich das brauche, kamst du angerannt. Immer als sie dich brauchte, kamst du angerannt. Doch wenn ich dich brauche, warst du nie da. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Vergiss deinen blöden Anhänger. Ich will nur Tina zurück und nach Hause gehen. Damit alles wieder so sein kann, wie es vorher war. Vor diesem furchtbaren Traum. Manche Entscheidungen liegen nicht in unserer Hand. Hä? Wer hat das gesagt? Sie werden gefällt von Glück und Gelegenheit. Vergeude diese Gelegenheit nicht, Ash. Was? Wer bist du? Ich wurde ebenfalls vom Schicksal auserwählt. Zeig dich. Erst wenn die Zeit reif ist. Wann wird das sein? Wenn du aufgibst, nie. Ah, schön, hoffentlich geht das Szene gut. Hier geht alles so schleimig. Warum gibt es hier keinen Müllhaufen? Okay, hier geht ekelhaft. Nichts Nützliches hier. Kein Speicherpunkt. Egal, der Part geht sowieso schon ein bisschen länger. Da würde ich mich bedanken.
bis zu sehen und so weiter. Dann noch. Tschüss, und sie ein, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Ashina the Red Witch. Bis dahin. Tschüss und tüdelü.